Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern Thailand. So, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Ja, wir sind jetzt bloß im Zimmergang, weil wir halt eben gerade eben vom Frühstück fertig sind und heute müssen wir auch nicht großartig fahren. Ne? Also ich erzähle euch mal ganz kurz Programm, außer Matthäus, wo wir mal besuchen gehen, gehen wir natürlich noch weiter. Wir gehen also, gestern haben wir ja nicht alles gepackt, der Karl hat sich viel zu viel vorgenommen. Wir haben ja gesehen, wie es gestern, wir waren gestern 9 Stunden online, aber das langt es manchmal gar nicht. Ne? Auf als jedes Fall nach unserem Abonnentenwunsch, also No Magus, wenn ich jetzt sage, ne, da geht's in den Phnom Savai Waldpark. Ist es super in der Natur, mit in der Natur drin, also richtig schön was für Naturfans, mit Sicherheit wunderschön. จอดรถต้นไหนครับเอารถเข้าไปได้ไหมคะหรือต้องเสียอะไรก่อนเสียค่าเข้าไหมคะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณค่ะเสียหรือไม่เสียไม่เสียอ๋อเอารถเข้าไปได้ไหมฮัลโหลยะโฮมาร์ genau wie bei mir genau wie bei mir Homer bei mir geht's genauso immer der Blinker der Blinker und die Das bist du bestimmt, Sherry. Das bist du bestimmt. Sagt, wenn du so alt bist wie du, willst genauso sind wie du. Also cool drauf sind, lustig sind, Spaß haben. Oh, ich lebe so gut. Das Leben ist wieder ganz so. Ja, viel zu gut. Ecke, Besser, brauche nicht. So ist es. Okay. Wir sind hier mitten in der Natur, in einem Naturpark. Tourist Information gibt es auch da, aber brauchen wir nicht. Schauen wir mal, was uns so erwartet. Ich denke, der Unwetter ist auch besser. Die Sonne ist jetzt so hauptsächlich da. Also mit dem Klingeln, das machen wir später. Wisst ihr, Karl ist ja einer, wo gern an seine Glocke geht. Also nicht an seine Glocke geht. Ja, alles zu, Schatz. Habe ich da vorhin schon gesagt, habe ich noch nicht gehört. Schatz, da gibt es Trinken. Hol klar, was du trinken, nimm mal mit. Also trinken muss man schon viel lernen. Halt, ne? So, Schatz, nimm erst was zu trinken mit. Wir wollen ja laufen. Weißt du, die Thailänder wollen ja nicht laufen. Kikilo, kapum. Oh, die Korn muss Aufputschmittel nehmen. Ich sehe aber aufhören. Das M-Leu-Hasib her. Ja, gut für dich. Für mich? Ich kann doch kein M-Leu-Hasib trinken, das ist ja. Man will mich allein. Nee, lass normaler. Mich nach vorne da gucken. Da mach du das. Ich kann es mit der Hand nicht aufmachen. Wie soll ich das machen? Bist du ein großes Mädchen. Siehst du mal. So ist es, so machen wir das auch, ne? Okay, weiter. Ja, Herr Korn, macht, gibt uns einen Vitaminschot. M-Leu-Hasib, absolute Vitaminschot. Ja. Obwohl man das so gut geschlafen hat. Ne? Hey, Mann. Hallo Polarlichter, einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Ja, komm, gib mir's doch her. Ja, nee, nee, drauf der Tung. Plastik für die Bauern. Und dann, Potung, was? Schatzi, meine Hosen sind gekühlt deswegen noch. Ne? Ich habe jetzt rechts und links ein Getränk drinstecken, das ist schön kalt. Da ist die Feeding Area, also hier können wir also Fische für dein Karma, kannst du hier füttern. Ihr seht ja überall so, wenn ich so rumschaue, überall so ein bisschen der Khmer-Einschlag. Mhm.
Also Bild, Erklärung zu dem Park hier. Der Park hier liegt also ca. 14 Kilometer von Ampeux-Passat weg und 6 Kilometer auf der Straße auf der rechten Seite steht dieser Park. Aus drei Gipfeln eine große Buddha-Statue in der Meditationshaltung und Aussicht nach oben ist ziemlich spektakulär. Gucken wir uns natürlich noch an. Ne? Hey, hallo Feder, einen wunderschönen guten Morgen. Moment mal gerade, noch was gucken oben. Was war da zu lesen? War eigentlich, warum das kostenlos zum Anschauen ist, das mit Eintritt? Nein, war kostenlos. Also kein Eintritt, du kannst hier reingehen, kostet kein Geld. Liebe Grüße, Old Rambo. Moin, moin. Ich muss was sagen, ich habe Hodenkrebs und komme morgen meinen linken Hoden entfernt. Wollte euch beiden nur einmal Bescheid geben, falls ihr euch wundert, warum ich nicht mehr da aufbleibe. Hey, Old Rambo, dann drücke mal ganz, ganz fest die Daumen, dass das alles gut geht, ja. Und macht da keine Gedanken, das wird schon hinhauen, ne? Und wir wissen Bescheid und wir drücken da ganz fest die Daumen und werden uns wieder gesund, mein Freund, ne? Schließlich wollen wir dich ja bald mal in Thailand begrüßen wieder, gell? So, wir sind jetzt also hier in Phnom Savai Forest Park, der besteht aus einem Berg mit drei Gipfeln. Ne? Der erste Gipfel, das ist der erste Gipfel ist der Yat Khao Chai, ist 210 Meter hoch. Ja? Der Yat Khao Chai, wo sich ein Tempel namens Wat Phnom Savai befindet, ist über eine Treppe erreichbar. Er beherbergt eine Buddha-Statue namens Pra Suri Suridamongkon und wird von üppigen Wäldern beschattet. Also wir laufen jetzt gerade in den üppigen Wäldern rum. Ja? In dem sich ein großer Teich befindet. Das ist wohl dieser Teich hier, ne? Sind da hier? Ja, im Schatten lieber. So übelst mehr Sonne. So übelst das sieht zwar schöner aus, aber mehr Sonne. Ja, aber das findet hier. Hier, wie überall, sieht man die siebenköpfige Naga wieder. So, wenn wir nachher da sind, erzähle ich euch ein bisschen Näheres. Ach so, da geht's nuff, Schatz, an deine Pavillon. Wollen wir da mal hochlaufen? Ja, viel Dschungel, wir gucken, ob es geht. Komm nur. Schatzi, das ist der dritte Gipfel, der Yat Khao Kok. Der beherbergt einen achteckigen Pavillon, der von Surins buddhistischer Verein anlässlich des 200. Jahrestag der Gründung Bangkoks errichtet wurde. Der Pavillon beherbergt den Fußabdruck eines Buddha, der von Yat Khao Chai verlegt wurde. Surin-Buddhisten betrachten Reisen zu dem Gipfel als Pilgerfahrt. Bei den Reisenden am ersten abnehmenden Apriltag, einen Feiertag, der seit der Antike begangen wird, in Massen zum Gipfel wandern. Also da geht ganz schön was ab, du, ne? Ja, Selfie, das wird immer gemacht. Thailänder ohne Selfie, ne? Ayo, Old Rambo, das wird schon. So ist es. Schatz, ich merke, dass wir kein Internet haben, dann gehen wir halt wieder zurück. So, also wir gehen jetzt in den Gipfel hoch. Da oben ist ein achteckiges Pavillon und da ist also ein Fußabdruck Buddhas. Wir laufen hier im Dschungel entlang. Jetzt wissen wir halt natürlich nicht, wie spielt das Internet mit, aber wir lassen uns einfach überraschen. Hier im Eingefasst von Bambusbäumen. Sind also viel Bambus da drinnen. Hallo, liebe Blood Luna. Blood Luna, einen wunderschönen guten Morgen. Und bin Baby, ja, nicht Baby. Wenn man Baby kriegt. Mein, ich sei Baby, Entschuldigung. Mädchen. Kann Mädchen. Sei ich Mädchen. Wie du Mädchen warst. Ja, du warst schon mal Mädchen. Ja. Ich habe schon gemeint, du bist schon immer Kocher geworden. Gebt es ja, das ist. Bei lang. Und dann Kajam, Gür, Sand und Chili und was essen. War zufrieden am Leben. Ehrlich? Schei. Die Blätter abgemacht? Schei. Dann in Salz? Aber Name alleine. Dann in Salz und Chili? Schei. Nur das. Aha. Sand, Chili. Okay. Ja,
Kann man mal ein Mädchen, Scherich. Siehst du, noch, haben wir jetzt einmal festgestellt. Oh, jetzt zeigt sie uns unser süßer Papa und dann schält sie wieder, weil ich den gezeigt habe. Ah ja, du bückst dich vor mir hier, kann ich nichts ändern. Also, diese Blätter hat sie früher mit Salz und Chilis zusammengemacht und als Mädchen halt. Ja. Und als Mädchen gegessen. Die isst aber halt noch, wie sie kennen. Kann du probieren. Kann ich probieren? Ja. Aber dann fand ich, ja. Und dann du sag mir, was macht. Was macht. Was macht, was passiert? Mein, ja, genau. Nein, nur keine. Ja, Moment, testen wir es. Komm, schieb mal es halt in den Mund rein. Kau gedei, Leute, kau leu, kau bin. Mein, ich brauche keine Angst. Kau gedei. Und dann auch Ting gedei. Kau auch Ting, mein Ting, mein Ting. Und dann. Lecker. Und mein, und dann was? Hab ich als Kind auch gemacht. Sauer. Sauerrombe. Leute, Liebling, ich hab dich geliebt als Kind. Ja, ehrlich, Sauerrombe, kein Scheiß. Die schmecken wie Sauerrombe. Eva, haut's mich um. Schöner Irrum. Ja, ich hab dich als Kind geliebt, Sauerrombe. Aber Name, ich hab vergessen. Name. Geil. Name, keine Ahnung. Kann wer den Namen nehmen? Wo war das jetzt? Wo das hier, gell? Simone, da. Das sieht natürlich gar nicht aus wie Sauerrombe. Da. Aber bei uns gibt's Sauerrombe. Genau so schmeckt's her. Ach, als Nadine. Schatz, ich hab dich als Kind geliebt, weil ich Sauerrombe laxieren. Oh, ich gleich hin und gess, ey. Wirklich, lecker wie Sauerrombe. Wenn du halt Sauerrombe kennst, ne? Gib mir noch eins, ist gut. Ich esse halt noch Sauerrombe komplett gess. Kann man die noch nicht komplett essen? Eigentlich schon, ne? Ich weiß nicht, mit dem Sauer, das ist bestimmt nicht schlecht. Also, Sauerrombe auf Thai. Thailändische Sauerrombe, haben wir es wieder. Aber das kann man nicht essen. Ja, da gibt es verschiedene, wo halt ähnlich aussieht, die kann man nicht essen. Jucken. Jucke, das juckt da noch. Kann ich auch Marmui. Also, du kennst ja Marmui, das ist Marmui. In Thailändisch heißt das Marmui. Weißt du was, wie das ist? Wie Brennnessel. Jucke. Jucke. Und wenn Mädchen hat Ärger. Ach, wieder Mädchen. Ärger, du der andere zustecken hat es auf jeden Fall. Genau das hatte ich auch gemacht. Schatze, ich darf tot umfallen. Brennnessel, die heißen halt anders, sind anders. Brennnessel, Schatze. Und immer, wenn ich einen Kumpel Eier wollt oder eben mich jemand geeiert, bin ich angegangen und habe die Brennnessel immer an den Arm gehalten und haben sie geschollt. Das hat gebrennt. Wie Jacqueline, genau, Kindheitserinnerung. Hast du auch in der Kindheit gegessen. Aber sehen wir mal, obwohl es zwei verschiedene Länder sind, zwei verschiedene Kulturen, ne? Und du gehst hier hin und isst Sauerrombler, bei denen heißt es halt anders. Und die haben als Kinder auch Sauerrombler gegessen. Und dann gibt es die Brennnessel, bei denen heißt es wieder anders. Und die haben auch die Streiche gespielt wie mir. Genau dieselbe Streiche gespielt wie mir. Das finde ich jetzt doch geil. Das finde ich jetzt schon geil. Genau dasselbe bei uns in Deutschland, nur halt andere Namen. Kann man nicht probieren, ne? Dann lassen wir es auch lieber. Ich muss nicht unbedingt was probieren, was nichts ist zum Probieren. Ach, guck mal, das sehe ich jetzt schon über die Steinhaufen. Guck mal, die Häufchen, wo ist das mal? Das habe ich schon öfter gesehen. Hey, hallo Hämatom, einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Hab ich jetzt gerade mal an das Stellherrchen. Ich guck nur Schlange, natürlich. Sind da überall so Steinhäufchen aufgestellt? Ja, ja, ich trete nicht aufs Moos drauf, sonst falle ich hin. Ja, wollen wir mal. Oh, aber da ist noch schade. Schei, Fahrpaar, wenn dann, Ton lang. Ton hang. Ja, ja, mach ich auch mal. Das muss ich auch Steine hochstellen. Das ist mit Sicherheit, hat das mit viel Glück was zu tun. Also, das ist jetzt hier dieser achteckige Pavillon, wo ich euch schon erzählt habe. Ne? Wir sind jetzt hier auf dem dritten Gipfel hier, der heißt Yat Khao Kok. Ne? Und dieser achteckige Pavillon hier ist also von der buddhistischen Vereinigung Surin hier zur Gründung, 200 Jahrestag von Gründung von Bangkok gemacht worden. Ja? Und der beherbergt Fußabdruck Buddhas. Gucken wir jetzt einmal hin, gucken das. Ne? Ah, so ein Balance und Glück im Leben bringen. Ja, gut, hört sich gut an.
Genau, denke ich mal, Balance ist ja wichtig, gell? Jawohl, auch. Mach doch, mein, du meine. Achso, das nächste muss ich machen. Dann haben wir den Dunkel. Moment, solltest du wieder zumachen. Du siehst immer den Dunkel. Muss ich eins drauflegen, dass wir unsere Balance finden, die Cora und ich? Nein, ich möchte auch eine lange Lung. Nein, das ist gut. Der Jen. Oh, dann die Spitze wird schwierig. Au, mein Belei. Sagst du so. Hexen, so geht's. Nein. Kriegst du den nächsten drauf? Auch dann nicht, ich kann tun. Ich hab schon gemacht. Ja, nee, du musst mehr drauf. Nein, aber hang die auch. Warum? Ja, wir haben, guck mal, die haben ein paar Stück drauf. Nein, komm mal leicht. Ach so, das war mehrmals da. Alle hopp, dann gut. Alle gut. Sind das also achteckiges Pavillon, was wir hier sehen? Auch überall die Naga wieder zu sehen. Kennt ihr ja die Naga? Ja? Die Schlange, die einmal im Jahr aus dem Mekong steigt. So, hier müssen wir die Schuhe ausziehen. Koyate. Also wir bitten jetzt um den Eintritt, dass wir hier reinkommen dürfen. Das sollte man immer wieder machen. Hier ist der Fußabdruck Buddhas. Da kommt aus der Ausdruck Quadratschatsch her, alles ziemlich quadratisch. Ne? Kurzes Gebet. Twitch Family nicht vergessen. Ja. KK Team Twitch Family, genau. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sadhu. Boah, das sitzt nicht gut. Teil von der Tür ist kaputt. Oh, boah, das ist schon ziemlich alt, schätze ich. Ne? Schaut euch das mal an. Selfie machen. Danke. So, wir haben euch natürlich in unser Gebet eingeschlossen, ist ja ganz klar, dass wir alle gesund bleiben. Ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben. Ja. Korn hat auch hier für der Old Rambo nochmal gebetet, dass seine Operation gut verläuft und alles in Ordnung geht. Die Gesundheit, ja, das ist das Allerwichtigste. Ich sage immer, man braucht beten. Die Thailänder beten ja gerne Lotto gewinnen und solche Sachen halt. Ne? Der Traum vom Reichwerden steckt halt überall drin. Ja? Ich sage immer, ich bin schon reich, ich habe ein Lotto gewonnen, indem ich meine Koran gewonnen habe. Und wir sind zufrieden, wir sind gesund, das ist das Allerwichtigste. Alles andere ist nicht wichtig. Gesundheit, Glück zusammen mit seiner Familie, das ist das Allerwichtigste. Die Daumen sind gedrückt, so ist es, genau. Von der ganzen Familie, ganze Twitch-Familie. So ist es. Ja, ich bin reich. Bin gesegnet von Glück. Von Glück, Gesundheit und von einer wundervollen Frau und einer wundervollen Familie. Und das ist für mich Reichtum. Das war das Schirm, wo aufgespritzt ist, Liebling. Geld bedeutet nicht Reichtum. Leute, Geld ist nur Materielles. Das hier ist einfach nur, ich bin glücklich mit meiner Frau, habe eine wundervolle Frau gefunden, die mit mir viel Freude hat. Wir sind glücklich miteinander. Und
Naja, weißt du, es ist natürlich das Wichtigste im Moment. Natürlich braucht man Geld, ist ja klar, logisch. Ist ja ganz klar, man kann ja ohne auch in dieser Welt leider nicht überstehen. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft aussieht. Auf jeden Fall ist es jetzt halt so. Wir sind also dabei, zu versuchen, uns so gut wie möglich zu Hause selbst zu versorgen, soweit wie es geht. Na? Und jetzt, wo die Möglichkeit noch da ist mit euch, reisen wir. Wenn es aber irgendwann nicht mehr die Möglichkeit da ist, dann ist es halt so, weißt du? Aber meine Frau bleibt mir erhalten. Deswegen bete ich eigentlich nur um Gesundheit und dass ich mit meiner Frau immer zusammenbleibe und dass wir niemals getrennt werden. Das ist meine größte Angst, muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Ach, wenn ich getrennt, was mache ich? Wenn es heißt, du darfst du nicht mehr sein oder wärst du da? Man weiß ja nie. Leute, ich denke immer dran. Die Japaner, das Wetter wird fertig. Die waren in den USA, waren dort integriert, die sind dort teils aufgewachsen schon. So, da hat es Krieg gegeben mit Japan. Was war? Die sind interveniert worden, die sind also in Camps gekommen. Manche sind ausgewiesen worden, weil es geheißen hat, ihr kennt einen Spione sind. Und lauter so Sache. Ne? Der Krieg, das hast du gut gesagt, nochmal, der größte Schatz ist der Schatz an unserer Seite. Genau, schön gesagt. Oh, mein Schätzel ist der größte Schatz für mich. Ja, ist so, ist wirklich so. Deswegen, wenn ich solches Geschichte dann schon gehört habe, habe ich schon gedacht, ach Gott, nee, wann muss sowas kommen? Was machst du? Korn hat es letztes Mal gesagt, dann schmeiß der Ausweis weg. Jo, und dann sag ich, bin Asiate, ich bin Thailänder, genau. Klappt mal jeder, ne? Sagt, dann schmeiß der Ausweis weg, wenn sowas kommt. Sag ich, ja, genau. Gute Idee. Und dann mache ich meinen Schlitz ins Kleid und dann bin ich ein Thailänder. Gute Idee. Gut, natürlich stehe ich untertauchen, klar. Ich stehe versuche mit meiner Frau irgendwie unterzutauchen, weil ich stehe mich nicht trennen lassen von meiner Frau, egal was kommt. Ja, untertauchen. Sherry, das ist es doch, was ich sage, sicher. Und gerade du hast dir dann schon erlebt, wie das ist, wenn knapp davor sein Partner vielleicht verloren hat. Ne? Für mich ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Nee, Schatz. Wir Deutsche sind halt ein bisschen so, was willst du auch? Was willst du machen? Wir Deutsche sind halt, wir denken ein bisschen weiter immer wie ein Thailänder. Gib sie am Teilhofer noch, bitte. Jawohl, mach ich. Ah ja, gut, jetzt kann ich das Schirm mal wegmachen. Ich auch. Moment, mein Mädel. Moment! Ein Bildchen machen. So, gib mir da. Jawohl, Handy. Jawohl! Auch ein Zuhörer, ja, auch Bau, ne? Ja, nicht Bau, ne? Hätten hin. Warte mal. Ja, natürlich. Zwei. Toller Schimpfen, ja. Das sind doch die, wo wir am Flohmarkt kaufen hier. Die stehen wir da in Chanderburi. Achso, nee, an dem Markt. Das ist ein Marktkauf. Aber meiner ist doch auch schön. Da ist jetzt braun. Schön. Guck mal, da ist braun, aber wenn ich aufmache, Blümchen drin, ne? Auch schön. Das ist wie Antrinken. Das ist schön. Das heißt, heute ist es immer wunderschön. Dankeschön. Dankeschön, Wolfgang. Dankeschön, Wolfgang. Ich weiß, dass ich ein attraktiver Mann bin. Oder war das jetzt die Corona schon wieder? Beide. Ja, Männer müssen nicht attraktiv sein. Die müssen nur alles in Google finden. Sehr schön. Interessant, ne? Ja, interessant. Shadows im Wald. Bisschen wie. Wie die chinesische Mauer. Ah, wie ja. Die Mauer von China, ne? Sind das Meng Mao oder was ist das? Meng Mao. Was dann? Du hast bestimmt mal von Beinen. Nicht so ein Schatten. Dann nimm dein Handy wieder, bitte. Danke, danke. Mempo! Nee, nee, oh, Snowman, ich halte fest. Ich halte fest, Snowman, die wird mir nicht geklaut. Die verteidige ich mit meinem Leben. Schatzi, sehr schön, ich hab gut. Und die Bäume nicht, wir hätten eine bessere Aussicht, ne? No, schei. Schatzi, ich bin ein. Oh, muss leer. Oh, bei mir da. Oh, kann ich immer. Ach so, Bornamsaxi. Aber sehr schön. Ein bisschen, ey, abgang, gell? Mhm. Bornamsaxi. So ist es. Unsere ganze Twitch-Family geht auf die Suche nach der geklauten Korn. Aber die ist nicht so einfach zu klauen. So, jetzt gehen wir auf die Berge noch wieder hoch, ne? Jawohl, dann zähle ich eigentlich schon ein bisschen weiter was, ne? Kamprasad, ja, der.
dahin, sagt sie, ach du Himmel. Du Petze, du. Ah, ne, das haben sie ja ein bisschen sah. Snowman, das ist doch viel so schön. Das ist doch viel so schön, das muss doch her. Hast du so schön geschrieben, Herr. Ehrlich, also wenn ich diese Korn gewässere, hey, dann wüsste ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Hausaufgaben, so hochzulaufen. Ach ja, das geht doch, ne? Das geht doch. Ich sehe wieder ein paar Glöckchen. Aber jetzt muss ich klingeln. Schatz, jetzt muss ich klingeln, kostet es was wolle. Jetzt wird geklingelt. Ah, Moment. Ach, immer so schwierig. Ich könnte jetzt mit den Finger kloppen. Nee, es muss aber ein Lien Bart sein. Hast du nicht das ganze Kleingeld vorhin hergegeben? Oh, sicher, sag ich doch. Ich guck mal, mein Plastiktisch, ja, das Plastiktisch ist leer, kein Kleingeld. Also müssen doch die Planke. Nein, keine Finger weg, die gehören mir. Die Dinger gehören mir, Wolfgang. Kannst du sagen, was du willst. Die Glocke da. Und die Glocken von Rom, Glocken von Rom. Nee, Kellen. Ja, genau, Kidney Chai, ich mach's mit den Fingern. ก็อะไรก็ได้สาธุลูกหลานมาถึงแล้วนะดูแลปกป้องรักษาเดินทางปลอดภัยครอบครัวฟามิลี่ bist du da an jeder Glocke klingeln lassen dein Spruch so aus Auswandern in Thailand. Der Klöckner von Thailand, ja, ja. Wow. Oh, es ist schon hart für die Finger. Ach Gott, nee, das schaffe ich nicht. Ach Gott, nee, das schaffe ich nicht. Ohne Kleingeld geht das nicht. Warte, nee, ich sind ja klippelt da. Thomas, normalerweise macht man das mit einem kleinen Geldstück. Aber vorhin hat die Korn ja alle kleine Geldstücke weggeschafft bei unseren Getränken. Also, ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, das Nutella habe ich aber schon fast abgeschafft. Leute. Kein Pennyklägeld, du. Wir lassen gerade mal die Leiter runter. Kein Klägeld, Schatz, ums Zeuge nicht. Ha, Schatz, ich habe Klägeld gefunden. Du hast Kleingeld, der Geldbein, ist ja kein Wunder. Statt immer Plastik, ich habe immer Plastik für mit Kleingeld, Leute. Ach super, gut, Gott sei Dank. Einer, die trägt die Treppe hoch, natürlich der. Wir haben es gleich. So. Alles Böse soll weg von uns, genau. Hab alles klar, dann viel Spaß und viel Spaß an deinem Kanal, mein Freund. Und schön, dass du mal vorbeigeschaut hast. Oh, da oben kommt ein großer Buddha bei. Sind er denn weiß? Puh. Und links da wieder runter. Gucken wir mal, ne? Was sind denn ein paar Glocken, mein lieber Scholli, her? Oh, stimmt. Mist. Markus, das haben wir jetzt nicht gemacht. Das wäre jetzt aber was, das machen wir mal runter. Laufen wir da wieder runter? Dann machen wir da mal einen Contest draus. Da machen wir eine Wette draus. Genau, da machen wir eine Wette draus. Wenn wir jetzt runterlaufen, zählen wir die Glocke. Aber nur auf einer Seite. Aber warte mal, ich weiß nicht, ob es da wieder runter geht, nicht, dass ich was sage. Oder geht's dir schneller? Da machen wir ein Spielchen draus, dann kann man wieder eine Karte gewinnen vom KK-Team. So,
Ui. Oh, Vorsicht, Schwaffschock. Ich auch. Nein, nur den. Kopf เลย สาธุ อุปถัมภ์ เลย มา มา รวม 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 Moment, ich bin nur noch fertig. Ah. So, da schmeißt das große Geld in den Tresor rein. So, liebe Freunde, wenn wir uns das jetzt hier angeschaut haben, machen wir ein kleines Gewinnspiel. Ach, guck mal, du, was sind das für Viecher da wieder? Mein Bo. Jawohl. So. Ja, nein, nur eine Seite. Schau, ich zähle nur eine Seite. Wir müssen es aber eh schon gleich 5 Minuten ausruhen. Und dann lese ich euch noch ein bisschen. Hallo, Sandro. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier im Savoy Waldpark. Im Savoy Waldpark hier in Surin. Mein Lieber. So, und ich erzähle euch jetzt noch gleich ein bisschen was über den Park hier, wo wir hier sind, ja. Und aber im schönen Sitzen, wir sitzen so ein bisschen hin und schauen so ein bisschen um. Und ich lese euch, da sage ich jetzt ein bisschen weiter Markt. So, Kläppel hier in Ruhe hinsetzen. Oh, Gott sei Dank. So, ihr Lieben. Da ich euch mal genau sah, wo wir da sind, ne? Da ist also ziemlich vom Berg da drauf. Puttang Aratanang Nanang Tamang. Also, ich erzähle euch da jetzt ein bisschen was dazu. Ne? Setzt euch mal hin, genießt das mal und lasst euch das jetzt mal erzählen. Also, wir sind jetzt auf dem aus dem Gipfel Yord Khao Chai. Khao Chai. Das ist 210 Meter hoch, dieser Gipfel, da sind wir jetzt hochgewackelt, 210 Meter hoch. Dieser Tempel heißt, ist also der Wat Phanom Savoy. Ja, ist also über diese schöne, schöne Treppe hier zu erreichen, die wir euch ja gezeigt haben. Ne? Nee, leider nicht du, lieber, mein lieber Freund. So, also Phanom Savoy, der Wat Phanom Savoy, hat also beherbergt eine Buddha-Statue namens Pra Surintarom Mongkon und wird von einigen übrigen Wäldern beschattet. Ja, wir sind halt ringsum ja Wälder, das seht ihr ja, da sind überall Wälder, ja. So, na, da gehen wir mal auch rein. Schöner großer Buddha hier, ja, kann man reingehen, Schatz, so kann man reingehen. Da kann man reingehen, erst. Ja. Mhm. Ja, können wir machen. Können wir machen. Ja, klar. Ach was, es gibt ja keinen Regen, Schatz. Ach was, heute Mittag erst, heute Abend. Heute Abend gibt es echt Regen. So, dann gehen wir hier mal auf diese. Durch die Bäume kann man halt leider nicht alles so sehen. Ne? Sitzt doch schon. Gesetzt haben wir schon. Das rum jetzt. Jetzt wird weitergelaufen. Ich muss erst mal was trinken. Auch trinken. Ja. Zusammen trinken. Ja, ich geb da. Huh. Mausi, bin allein. Ah, ich bin mit dem Schirm hängen geblieben, Schüttel. Kann man mit uns eng. So, das kann man hier gleich wegschmeißen. Komik, einen wunderschönen guten Morgen. Sabadee Kap. Hallo. Hier in Wieck ist ein schöner See, wo wir essen können. Das machen wir als nächstes, Markus. Dort essen wir an dem schönen See. Markus, du sagst noch, wie der See heißt. Du bist schließlich unser virtueller Reiseführer. Hier hat man einen wunderbaren Blick hier. Schon hoch auf dem Berg am frühen Tag hier. Ja, dieser Berg ist 210 Meter hoch. Wir sind jetzt hier über viele Stufen hochgekrabbelt. Wir Hallo? Nee, das kann man im Internet finden. Ne? Achso, im Frühtau zu Berge, da ri, da, da, da. Tisi, alles klar, mein Freund, genau. Super, danke schön. Nein, das ist nicht so. Seht ihr, der Elefant spielt überall hier in Surin eine extrem wichtige Rolle. Überall eben mit Elefantenfigürchen. Thank you.
Und als Bonus, genau, und als Bonus kriegst du noch eine Glocke von mir mitgebracht. Das wär's, ne? Nee. Oh, es gibt Hunger. Gott sei Dank. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dye. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.